Die wohl wichtigste Nachricht für den heutigen Handelstag ist die gestern Abend erfolgte Gewinnwarnung von BASF und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und die BASF ist ja nicht irgendwer, sondern es ist nach Umsatz der weltgrößte Chemiekonzern, der in so vielen Segmenten tätig ist, dabei ist, und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Da sehen wir zum Beispiel Chemikalien, also das, was man eigentlich erwarten kann bei einem Chemiekonzern, Kunststoffe, Veredelungsprodukte, Functional Solutions, Pflanzenschutz und Ernährung und über Winterschall, die man ja gekauft hat, Öl und Gas. Also das ist ein sehr, sehr breit aufgestelltes Portfolio. Man mischt überall irgendwie mit und nun zitiert der BASF eben die schwache Konjunktur, vor allem die Industrieproduktion, Welthandel etc., all das sei maßgeblich schwächer als erwartet, vor allem der Automobilsektor, und es sei vor allem der Automobilsektor auch in und um China herum, der so starke schwächele. Hier eine Meldung des Handelsblatts, die zeigt das oder nochmal wiedergibt, dass das EBIT 30% unter dem Vorjahr liegt, auch der Umsatz geringer, und das ist jetzt genau das Thema, das wir haben, dass wir eben angesichts der schwachen Konjunktur jetzt eben diese Gewinnwarnungen bekommen. Die Märkte haben sich gesagt, so what, wir haben doch Zinssenkungen und dann wird alles schick. Aber die Frage ist, ist das so? Reicht es, wenn die Fed die Zinsen senkt? Inzwischen die Wahrscheinlichkeit, das kann ich hier mal kurz zeigen, nur noch in Anführungszeichen bei 94,1%, dass die Fed dann am 31. Juli die Zinsen senken wird. Ein kleiner Rest von 5,9% ist jetzt so, dass man sich sagt, ja, okay, sie werden es vielleicht doch nicht machen. Also die Zuversicht ist so ein bisschen geschrumpft, aber es ist praktisch sicher, dass die Fed dann Ende Juli, naja, zumindest so eine Art Versicherungszinssenkung machen wird. So nehmen es die Märkte. Aber wird das reichen, um sozusagen all das auszugleichen? Da ist die Frage. Oder das ist die Frage, und da muss man sagen, kommt drauf an, ob dann eine Rezession kommt, ja oder nein. Wir sehen hier die Zinssenkungszyklen der Jahre 94, 89 und 95. Da war es so, dass nach einer Zinssenkung dann die Märkte durchaus steigen konnten, aber in den Jahren 2001 und 2007, wo dann eben eine Rezession folgte, war das nicht der Fall. Das heißt, es helfen Zinssenkungen nichts, wenn dann eine Rezession kommt. Es helfen Zinssenkungen dann, wenn keine Rezession kommt. Das ist jetzt also die Gretchenfrage, kommt die Rezession? Und die Gewinnwarnung, die wir jetzt von BASF gesehen haben, deutet darauf hin, dass wir möglicherweise eine Rezession sehen. Auch in den USA sind übrigens sehr viele Unternehmen, nämlich genau 82% nach derzeitigem Stand, so gelagert, dass sie ihre Guidance, ihre Ausblicke senken und eben nicht anheben. Das ist eine überwältigende Zahl. Wir spüren also in jeder Hinsicht den konjunkturellen wirtschaftlichen Gegenwind, den spüren jetzt auch die Unternehmen. Gleichwohl haben wir Bewertungen, die extrem hoch sind. Das gilt vor allem für den Tech-Sektor. Hier sehen wir den Information Technology-Sektor im S&P 500. Hier praktisch mit neuem Allzeithoch und haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von 51 Price to Earnings. Das ist natürlich ein bisschen sportlich, und wenn jetzt eben die Konjunktur wegbricht, dann wird das auch für Tech-Konzerne eben bemerkbar sein. Was haben wir heute auf der Agenda neben der Gewinnwarnung? Wir haben einen Waffenverkauf von 2,2 Milliarden Dollar der Amerikaner an Taiwan. Das wird China ganz besonders freuen. Da hat man scharfen Proteste eingelegt. Ansonsten ist es heute relativ ruhig. Wir sehen, dass seit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die besser waren als erwartet, so ein bisschen die Luft raus ist an den Aktienmärkten, diese Zinssenkungsfantasie raus ist, und es geht seit zwei Tagen nach unten, ja, zwei Tage hintereinander nach unten. Wann hatten wir das schon? Das muss so kurz vor Jesus Christus gewesen sein. Jedenfalls sehen wir, dass damit die Luft ein bisschen dünner wird. Wir haben heute einige Fed-Speaker, wir haben Viertel vor drei Jerome Powell, aber das ist die Einleitung einer Konferenz in Boston, wo er wahrscheinlich nichts über Geldpolitik sagen wird. Wir haben Bostich, wir haben Fed-Vize Clarida und wir haben Quarles, also durchaus renommierte Leute. Aber die Frage ist, kommt da viel zur Geldpolitik? Morgen wird das entscheidende Datum sein, wo dann Jerome Powell vor dem US-Abgeordnetenhaus sprechen wird. Darauf werden die Märkte warten, um zu gucken, wie schaut es da aus mit den Zinssenkungen, ja oder nein. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts. Wir sehen den Dow Jones jetzt bei 26.708.
Wir waren schon tiefer, asiatische Vorgaben überwiegend negativ. Wir sehen den S&P, nein, das ist der Nasdaq bei 7.785. Das ist das Öl bei $57,47, relativ wenig inspiriert. Wir haben hier den S&P 500 bei 2.963 und wir haben etwa einen DAX, der sich bei aktuell bei 12.473 positioniert, also doch auch schwächer. Wir sehen hier so eine Art Top-Formation, Fragezeichen. Wir sehen dann eine BASF, die gestern oder in den letzten Monaten hier der Chart April hatten wir noch mal ein Hoch, da waren wir über der 73er Marke. Jetzt wären wir bei 62. Wahrscheinlich schwächer, wenn wir jetzt in den Handel reinkommen. Nachbörslich die Aktie 5% im Minus. Wir haben den Euro bei 1,1216 unverändert. Da geht es einfach seitwärts weiter. Auch hier warten auf Jerome Powell. Und wir haben Gold bei 1.395. Nach wie vor ein bisschen toppisch aussehend. Und genau, das Öl haben wir schon gesehen. Insofern kann man es jetzt hier belassen. Also, die Gewinnwarnung von BASF ist eigentlich so eine Art Warnsignal in Sachen Konjunktur. Reicht es, wenn die Zinsen senken, wenn die Zinssenkungsfantasie da ist? Das ist jetzt die Frage, mit der sich die Märkte auseinandersetzen müssen. Wenn eine Rezession kommt, wenn die Gewinnwarnungen immer stärker reinpurzeln, dann wird es eben nicht reichen zu hoffen, dass die Fed möglichst die Zinsen senkt und die EZB vielleicht auch irgendwelche Maßnahmen noch ergreifen wird. Das ist jetzt die Lage der Dinge. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren, und sage Servus.